liebe Landsleute hier in Rostock, guten Morgen, mein lieber Herr Polizeiführer Klingbeil. Es klappt doch, wenn man ein wenig nachhilft. War es noch vor wenigen Tagen so, dass die politische Polizeiführung durch unglaubliche Nachlässigkeiten gezielt versucht hat, hier unsere freie Meinungsäußerung zu unterdrücken. So ist heute der Verdacht der Strafvereitelung im Amt dieses Beamten, der heute hier die Leitung hat, wohl nicht mehr gegeben. Wir sind heute hier wieder in der wunderschönen Hansestadt Rostock, um genau das zu exekutieren, was uns grundgesetzlich zugesichert ist, nämlich frei unsere Positionen kundzutun, frei zu sagen, was wir von der politischen Entwicklung in Deutschland, in Europa und auch in der Welt halten. Die Situation in Mecklenburg und auch in Pommern ist mittlerweile so wie in Frankfurt am Main, wie in Hamburg oder München, nur mit einem entscheidenden Unterschied. Gott sei Dank ist die Asylüberflutung durch fremde, in erster Linie asylbetrügerisch motivierten Einwanderer noch nicht so ausgeprägt im Stadtbild wie zum Beispiel in Frankfurt am Main oder in München. Wir haben es zu tun mit einer Politikerkaste, die sich um die Zukunft unseres deutschen Volkes einen Dreck schert. Das Volk hat kein Mitspracherecht in entscheidenden Fragen seiner Zukunft. Und wenn ich hier zu meiner Linken sehe, dass in dieser Luxuswohnung über Thomas Cook diese Gutmenschen ein Schild oder ein Banner an ihrer Fensterbank befestigen, wo darauf steht, dass es schön bunt zugehen soll, dann stelle ich konkret die Frage an diese mutigen, ganz mutigen Zivilcourage-Damen noch oben. Wie viel Schwarzafrikaner haben Sie dort oben in Ihrem Luxusatelier aufgenommen? Wie viele Zigeuner beköstigen Sie täglich dort in Ihrem Luxusbüro? Wie viele Rumänen gewähren Sie Unterschlupf, wenn in diesem Winter die Temperaturen unter 10 Grad minus sinken? Fern von jeder konkreten Hilfsfahrt sind alle solche Typen wie die dort oben unglaublich hilfsbereit. Fordert man aber konkret ein, eine Tat der Hilfe, eine Tat der Nächstenliebe, dann werden diese Theoretiker, die nur fern von konkreten Maßnahmen ihre dummen Phrasen äußern, sich ganz schnell schweigend zurückziehen in ihre Luxusgewächer, einen halbtrockenen französischen Rotwein schlürfen und dann denken, ich bin doch so viel besser als die NPD-Leute, weil ich habe mir doch eben noch für 10 Minuten erdreistet, ein Schild aus dem Balkon zu hängen, wo darauf steht, bunt soll es zugehen. Nur in Ihren Gemächern verzichten Sie auf dieses multikriminelle Gesindel, was sich in unseren Großstädten in erster Linie aus Osteuropa und Afrika angesammelt hat. Das ist die Wahrheit. Ich sehe drüben auch ein paar Linksradikale. Da sehe ich den Professor Mietlinger stehen, ehemaliger SED-Bonze, der da mit der roten Fahne steht. Ihnen rufe ich zu, Herr Mietling. Und ich kenne ja Ihre linksradikalen Sprüche aus manchen Rededuellen, was wir im Landtag hatten. Ich rufe Ihnen zu, Ihre Politik ist Volksverrat. Und wir Nationalisten werden nie mehr zulassen, dass Ihre rote Blutjacke
verstecken Sie sich jetzt nicht hinter dem Transparent. Treten Sie vor. So ist es richtig, dass Ihre rote Brut noch einmal Gelegenheit bekommt, das deutsche Volk zu morden, das deutsche Volk zu foltern und in den Stasi-Keller zugrunde gehen zu lassen. Das schreiben Sie sich hinter die Ohren. Wir sind Deutschland und wir bekennen. Heilig deutsche Erde, kein Schwert kann uns trennen. Nicht zweifeln, nicht zögern, nicht Feige aufgeben. Vorwärts für Deutschland der Freiheit entgegen. Vorwärts für Deutschland der Freiheit entgegen. Niemand kann uns vom Wege abbringen. Kein Hass dieser Welt uns zum Umgeben zwingen. Auf Gedeih und Verderben verbunden mit dir. Das wahre Deutschland sind wir. Verräter zu verehren ist nicht das wahre Deutschland. Alles Völkische verachten ist nicht das wahre Deutschland. Auf Knien kriechen ist nicht das wahre Deutschland. Das wahre Deutschland sind wir. Das wahre Deutschland sind wir. Wir als NPD bleiben hier und packen an.
Wählen Sie am 22. September zur Bundestagswahl die NPD. Wir treten an und sind zugleich die einzige Alternative zu der Fremdensucht der etablierten Versagerparteien. Wir kämpfen um unsere Heimat und machen die Zukunft wieder lebenswert. Für uns, für unsere Kinder. Damit das in irgendwann heißt, der letzte Deutsche in Mecklenburg und Pommern. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Raffi aus Afghanistan lebt hier im Anklave-Asylantenheim seit 2 Jahren, geht hier zur Schule und ist verdammt unzufrieden mit ihm als Anklave-Bürger. Er fühlt sich ja gar nicht wohl. Wenn man sich mal diesen Versuch einer Gegendemonstration da hinten ansieht, die sind aus allen Ecken des Landkreises zusammengekarrt worden, aus Greifswald, aus Wolgast. Selbst der Hoffmann aus Grubewitz hat sich hierher bemüht, sein erster Einsatz innerhalb der 14-jährigen Anti-Asyl-Tour der NPD. Das ist eine tolle Arbeitsverfassung, zu der ich nochmal ausdrücklich gratulieren will. Und unser Freund Raffi aus Afghanistan sagt auch, er wird in der Anklamatafel diskriminiert. Als Ausländer muss ich da immer ganz hinten anstellen, der arme Mann. Da fragen wir uns doch mal, wie kommt Raffi aus Afghanistan eigentlich dazu, sich über das riesige Gesundheitssystem zu beschweren? Er kommt aus Afghanistan. Da kann er doch froh sein, dass er hier in Deutschland ist, denn in Afghanistan gibt es sowas ähnliches wie ein funktionierendes Gesundheitssystem nicht. Er könnte vielleicht auch mal ein bisschen dankbar sein, dass er die Vorteile genießen darf, im Gegenteil zu Afghanistan, die es hier gibt. Aber da denkt er nicht im Traum dran. Er hat wohl gedacht, er kriegt hier gleich eine eigene Villa mit eigener Krankenschwester aus der Modelschule und gleich 5.000 Euro im Monat ohne Arbeit. Und wenn er diesen Luxus nicht genießen darf, dann sind die Deutschen ganz böse. Werden Sie Mitglied in der NPD. Zeigen Sie Mut. Sagen Sie Ja zu Deutschland. Zeigen Sie Mut. Und wählen Sie aus Liebe zur Heimat die einzige Alternative zu diesem Multikulti-Wahnsinn. Zeigen Sie Mut. Sagen Sie Ja zu Deutschland. Wählen Sie am 22. September bei der kommenden Bundestagswahl die einzigste Alternative zu diesem System. Wählen Sie die NPD. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.